herzlich willkommen zu einem neuen Blog von Wiechert und Stehr Teich- und Gewässerservice. Heute sind wir zu Besuch bei Fischzucht Hagedorn und werden hier euch einen kleinen Einblick geben, wie Fischzucht Hagedorn arbeitet und funktioniert. Und hier werden im Laufe des Tages weitere Blogs produziert, die wir dann nach und nach ausstrahlen werden. Natürlich über unseren gewohnten YouTube-Kanal. Grundsätzlich gibt es zur Fischzucht Hagedorn zu sagen, dass sie seit 1994 existiert, hat sich dann stetig erweitert. 2011 wurde sogar ein großes Koihaus erbaut. Als eine der größten Koifarmen Norddeutschlands fungiert Fischzucht Hagedorn als Großhändler für Fachmärkte wie zum Beispiel Zoofachgeschäfte, aber auch Gärtnereibetriebe oder kleineren Fischzuchtbetrieben. Und übrigens verkauft Fischzucht Hagedorn auch Gartenteichfische oder andere Fische an Endkunden immer freitags und samstags. Freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Und jetzt nehme ich euch mal mit und wir gucken uns den Betrieb mal genauer an. Nun befinden wir uns hier in dem Koihaus. Wie schon erwähnt, das wurde 2011 erbaut. Hier befinden sich die ganzen Kois in allen sämtlichen Größen und in sehr vielen Varietäten. Wir schauen jetzt mal rein. Hier zu sehen ein paar größere Kois, Sanke, Showa, Tancho teilweise. Also Fischzucht Hagedorn ist sehr gut ausgestattet mit vielen Varietäten. Zu meiner rechten bzw. jetzt zu meiner linken Seite ein Rundstrombecken, ein klassisches. Ein Becken weiter, eine größere Form der Koi, das erreicht man durch Selektion. Das heißt, nach dem Schlupf der Koi werden die Fische selektiert und kann dort nach Größenwachstum schon Fische erkennen und das Potenzial von manchen Tieren einfach sehen und setzt sie dann quasi ein Becken weiter. Da spricht man schon von Selektion. Selektion im klassischen Sinne ist ja bei der Koi-Zucht ganz verrückt. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Aber grundsätzlich fängt das die Selektion damit an, ob bei der Erbrütung bzw. dann im Verlauf alle Flossen vorhanden sind, ob sie sich, wie sie sich färben, Massenzuwachs natürlich, so beginnt die Selektion bei Koi. Und weitere Becken. Und so geht das hier bei Fischzucht Hagedorn immer weiter. Jetzt befinden wir uns in einer weiteren Fischhalle der Fischzucht Hagedorn. Denn Fischzucht Hagedorn hat nicht nur was für Koi-Liebhaber zu bieten, nein, sondern für alle Fischliebhaber. Und die größte Anzahl der Fische befindet sich jetzt hier, wie zum Beispiel Störe, Albino-Störe, Beris. In dem anderen Becken hier drüben zum Beispiel sind Graskarpfen zu sehen. Hier muss ich jetzt selber mal gucken. Hier sind etwas größere Graskarpfen. Auch hier wurde wieder selektiert. Ist ja ganz klar, wenn ein Kunde oder eine Bestellung kommt und möchte eine bestimmte Größenzahl haben, ich sage jetzt mal 300 Graskarpfen 30 cm, dann befinden sich alle Fische, die annähernd 30 cm haben, im einen Becken. Und in dem Becken halt eine größere Variante, ich schätze mal so 25 plus Zentimeter. Ja, hier kommen wir mehr so in den Bereich Gartenteichfische, wo sich Schibunkis befinden, Orfen, andere Goldfischvarietäten, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, Sarasa-Goldfische. Hier drüben zu der rechten zum Beispiel, wenn du da mal reinschauen magst, Till. Die Sarasa. Also grundsätzlich gibt es bei Fischzucht Hagedorn alles, Schleierschwänze, es gibt Zander,
Es gibt so Zander, die sind auf Pellet umgestellt. Es gibt Hechte, es gibt Aale, es gibt Moderlieschen, es gibt Bitterlinge, es gibt Regenbogen-Elritzen. Es gibt alles. Nun befinden wir uns in einer weiteren Fischhalle, beziehungsweise für meinen Geschmack in einem Fischkeller mit zahlreichen Fischhaltungseinrichtungen, also Fischbecken, wo sich Unmengen an Goldfischen befinden und in verschiedenen Varietäten, aber auch Gründlinge, Elritzen, kleine Barsche und vieles mehr. Und nun gehen wir in den letzten Fischraum. Hier gibt es Streifenbarsche, Silberkarpfen, Marmorkarpfen und verschiedene Orfenvarietäten, Goldorfe, Blauorfe und auch ganz normale Orfen. Und ich muss sagen, die Fischzucht ist relativ beeindruckend. Gut, ich als gelernter Fischwirt kenne mich ja aus mit dem Thema, aber ich hoffe, ihr konntet einen Einblick bekommen in Fischzucht Hagedorn, welche Dimension die Anlage hat. Mein Eindruck, sehr sauber, kompetent. Das zeichnet natürlich auch das jahrelange Bestehen dieser Firma aus und möchte mich in diesem Sinne bei der Fischzucht Hagedorn bedanken, die uns diesen Blog ermöglicht haben, beziehungsweise die ganzen Videoaufnahmen, die hier stattfinden dürfen. Und wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit. So, ich und der Till haben es uns jetzt etwas gemütlich gemacht. Der Till ist übrigens der Kameramann, der grandiose Arbeit für uns macht. Wir werden jetzt eine kleine Pause machen und dann geht es mit dem Bloggen auch weiter. Wenn euch der aktuelle Blog gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr mal einen Daumen da lasst. Vielleicht sogar unseren Kanal abonniert, denn dann gibt es immer brandheiße aktuelle Blogs. Wir werden jetzt fröhlich munter weiterdrehen. Das folgende Thema wird sein, Störe im Gartenteich, ja oder nein? Und der kommt dann nächste Woche, also dann unbedingt wieder einschalten. Tschüss, bis dann!